Servus Leute, wie immer, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Es war extrem lange Pause. Ich habe jetzt knapp 1,5 Jahre keine Vlogs mehr von der Rennstrecke gebracht. Dieses Jahr möchte ich wieder ein bisschen mehr angasen. Ja, und damit es auch möglich ist, heißt es für mich Offroad-Training ohne Ende. Ich bin hier gerade wieder mit meiner Motocross unterwegs. Bin nähe Würzburg in Gündersleben auf der Motocross-Strecke, die direkt hinter mir ist. Ich würde mal sagen, ich nehme euch heute mit bei meinem Offroad-Training. Fühle mich hier auf dieser Strecke mittlerweile einigermaßen wohl. Die Rundenzeiten passen auch. Es steht 2 Minuten zu knacken. Bin mittlerweile bei 2 Minuten 1 angelangt. Ich knack die 2 Minuten hoffentlich in Kürze. Aber ich würde mal sagen, ich lade kurz aus und nehme euch dann direkt mit auf die Strecke. So Leute, bin eben unterwegs gewesen. Leider geht die Crossbox aktuell nicht. Ich versuche das Ganze zu fixen. Irgendwie zeichnet sich auf. Ich war eine knappe Dreiviertelstunde draußen. Ich fühle mich auf dieser Strecke hier so wohl. Mein Kollege der Ziegler, der konnte es gerade einfach nicht glauben. Er kam um 12:30 und fragt sich, was macht der die ganze Zeit da draußen? Ich war wirklich eine Dreiviertelstunde am Stück draußen. Fix und fertig, sturzfrei, ich fühle mich hier sicher, ich fühle mich hier wohl. Ich denke mal so 2 Minuten bis 2 Minuten 7 waren die Rundenzeiten. Ich hoffe, die Crossbox kriege ich noch zum Laufen, ansonsten muss die mal eingeschickt werden. Aber ich würde mal sagen, im nächsten Turn nehme ich euch mit. Ich mache jetzt aber eine halbe Stunde Pause, ich bin fix und fertig.
So, ab zum dritten Turn. Erst habe ich von allein gemacht, zweiten konntet ihr eben sehen, GoPro war oben auf dem Helm. Jetzt werde ich die ganze mal auf der Brust montieren. Ich werde mit dem Ziegler ein paar Runden fahren. Ziel ist jetzt mindestens eine halbe Stunde am Stück draußen zu bleiben und wieder unter zwei Minuten zu kommen. Aber das wird für mich jetzt kein Problem mehr werden, da ich jetzt schon 4 Sekunden unter zwei Minuten war. 1:56 und ein paar gequetschte, sprich 1:50 muss es geknackt werden. Aber ich hoffe, ob ich das heute schaffe, bezweifle ich ein bisschen. Würde mal sagen, ab auf den Track. Thank you.
konntest du eben sehen, die paar Runden mit dem Ziegler und mir. Aus den 30 Minuten ist nichts geworden, aber ich bin mir zu 100% sicher. Neuer Rundenrekord, mein persönlicher. Ich zeige es euch mal direkt. Ich lade die App und dann schauen wir mal an, was ich eben für eine Rundenzeit hatte. So, dann wollen wir nochmal nachschauen, was ich jetzt eben für eine Rundenzeit hatte. 17 Minuten bin ich gefahren. Das Ganze kann man jetzt hier richtig schön bequem downloaden. Kollegen lachen schon wieder. Fix und fertig. Läuft wirklich verdammt gut diesmal. Die nächsten Runden werde ich wahrscheinlich ohne Kamera fahren. Zumindest wird das Video sonst zu lang. So sieht aktuell mein Training aus. Ich möchte natürlich schauen, dass ich mich gerade im Offroad deutlich verbessere. Eben hatte ich 1 Minute 56, ein paar gequetschte. Jetzt bin ich mir sehr sicher, es sind noch mal 2 Sekunden schneller. Aber wir werden jetzt direkt sehen. Ich denke, wir können es ganz gut sehen. Vorher 1 Minute 56, jetzt 1 Minute 53. Ziemlich genau 3 Sekunden schneller. Also, Ziegler, Dankeschön, wieder 3 Sekunden gefunden. Also mit gut Glück schaffe ich heute noch meine 1 Minute 50. Jetzt kann ich natürlich noch analysieren, in welcher Runde es war. Sprich, dritte Runde war es, da war der André noch hinter mir. Und da, wo er vor mir war, bin ich wieder langsamer geworden. Das Geile ist jetzt hier, man kann sogar seine Linie anschauen und kann sehen, wo man wirklich Zeit verliert. Zum Trainieren wirklich verdammt geil. Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich fahre jetzt die nächsten Turns alleine, aber wir sprechen uns später nochmal. Thank you.
So Leute, mein vierter Turn für heute. 30 Minuten, nicht ganz geknackt. 24 waren es. Aber kontinuierlich unter 2 Minuten, außer eine einzige Runde. 2 Minuten 1. Ich würde mal sagen, Training läuft wirklich verdammt gut. Ich habe genau 2 Stellen hier auf dieser Strecke, mit denen ich nicht klarkomme. Ich denke mal, man sieht es im Video richtig gut. Ihr konntet es eben sehen. André ist an genau einen Sprung stehen geblieben. Mit diesem Sprung habe ich wirklich Riesenprobleme. Da komme ich einfach nicht schnell genug aus dem Knick, um diesen Table komplett zu springen. Aber ich bin dran. Ich trainiere, das kriegt man hin. Und in den ganz engen Sektionen, sobald es wirklich Rillen gibt, habe ich leider auch meine Schwächen. Aber ich würde mal sagen, ich fahre heute noch ein paar Turns und dann wird das Ganze schon besser werden. Statement von heute, mein Training ist fertig. Wir haben 17.20 Uhr, die Sonne steht mittlerweile so tief, es ist extrem windig. Da hinten ist ein riesengroßes Windrad. Wir haben wirklich starken Wind heute, es versetzt mich gerade ohne Ende. Ich habe keinen Bock mehr, die Sonne steht so tief. Ich bin wieder bei 2 Minuten angelangt, ich werde immer langsamer. Somit lasse ich es gut sein für heute. Wenn euch sowas gefällt und ihr wollt in Zukunft mehr sehen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Eventuell nehme ich euch in Zukunft wieder mit, wenn ich auf Crossstrecke unterwegs bin. Für mich geht es höchstwahrscheinlich kommende Woche, das Osternwochenende, wieder auf die Motocross-Strecke. Ich muss besser werden im Offroad, das ist für mich das Wichtigste. Onroad kann ich eigentlich recht gut, Offroad ist mein Problem. Somit, wir sehen uns, würde ich sagen, ja, im kommenden Video.